Guten Morgen, meine lieben Zuschauer, zum heutigen JFD-Devisenradar am 31. Januar. Es grüßt Sie wieder Christian Kämmerer und wir haben Monatsabschluss. Januar ist vorbei und hat dem einen oder anderen auch hoffentlich hier Performance beschert. Was einem hier Performance bescheren konnte, war zum Beispiel der kanadische Dollar gegenüber dem Schweizer Franken, den wir uns am 24.01. angeschaut haben hier im JFD-Devisenradar, und das wollen wir heute noch mal ein Stück weit analysieren. Da im Prinzip, und das sehen wir hier sehr schön, die halbe Wegstrecke des saisonalen Patterns vollzogen wurde, tendenziell hier bis zum 10.02. aber ein Auswurf statt von der hier im Bereich 220 Pips versprach auf der Oberseite. Das Risiko hier hingegen knapp 100 Pips, insofern CRV von über 2 zu 1, also wunderbar, das, was man sucht. Und ja, damals, wie gesagt, hier am 24.01. schoss das Währungspaar relativ massiv, relativ schnell nach oben. Sowas will man eigentlich sehen, sowas ist im Prinzip genau das, was man sucht. Dann hier auch, ja, fast schon idealtypisch eine kleine Konsolidierung, die sich, wenn wir uns hier den Tageschart anschauen, auch innerhalb einer Abwärtsstruktur sozusagen einfangen lässt. Ja, also hier mit simpler Trendlinie können wir das mal ein Stück weit manifestieren, möglichst viele Auflagepunkte mal suchen. Je nachdem, das ist halt hier in dem Kontext einer schrägen Trendlinie immer relativ gesehen, wo man die nun ansetzt, hier an den oberen Dochten der entsprechenden Candlesticks oder eben dann hier an der Masse der Auflagen. Wie dem auch sei, man sieht hier einen schönen Widerstandsbereich, der sich hier anhand dieser Trendlinie ergibt, und dieser ist, wie gesagt, bislang auch noch hier mehrfach bestätigt worden. Soll aber dennoch heißen, wir haben auch hier erwartet, dass es nach einem möglichen Impuls durchaus Konsolidierung geben kann. Soll jetzt heißen, dass hier der kanadische Dollar gegenüber dem Schweizer Franken dennoch anziehen dürfte. Wir haben, wie gesagt, noch einige Tage vor uns, und Sie haben es vielleicht auch schon eingangs gesehen, hier der Saisonalitätsindikator verspricht bis Mitte Februar hinein, also eher noch eben bis zum 10.02. Das wird hier sehr, sehr schön unterstrichen, eine ansteigende Performance, um dann, und das ist natürlich hier der Umkehrschluss, hier eine relative Umkehr in Sachen Schwäche wieder zu zeigen. Das würde dann auch idealtypisch zu diesem Widerstand hier oben passen. Also hier wirklich mehrere Parameter, die hier technisch sehr gut ineinander passen, um hier das saisonale Pattern auch zu unterstreichen. Wir haben hier oben den Widerstandsbereich, und sollte der kanadische Dollar gegenüber dem Schweizer Franken, der hier schon einen schönen Move nach oben gemacht hat, dieses Widerstandslevel hier erreichen, dann wäre es durchaus möglich, dass es hier nochmals zu einem Abprall kommt. Das bestätigt dann auch zumindest die Saisonalität, und hier haben wir wirklich schablonartig Gleichläufe, also sehr, sehr spannend. Faktisch jedoch, wie gesagt, hier aktuell im Bereich um 0,7580, 0,76, und die Frage eben, wie kann es jetzt weitergehen? Also tendenziell sollte es sich hier auf der Oberseite weiteres Potenzial entfalten. Wir gehen jetzt mal in den Stundenchart, da wir heute auch Intraday ein schönes Muster haben anhand der FTSE-Vektorlogik, und die ziehe ich Ihnen jetzt mal rein, damit wir uns das mal anschauen können. Ja, wir haben heute hier beim kanadischen Dollar, hoppala, beim kanadischen Dollar gegenüber dem Schweizer Franken hier massive Pattern. Also massiv auf der Oberseite, 355 Erscheinungen, 65%ige Trefferquote, verspricht ein Tageshoch bei 0,7660. Das würde auch hier gut passen, dass wir hier die Hochs ansteuern vom 25.01. und insofern ein reichliches Momentum entfalten könnten. Ja. Auf der Südseite sind wir hier schon in den Lows bei 0,7591, da sind wir sogar schon durch anhand des Patterns, aber wir sehen auch hier den Unterstützungsbereich vom 27. kommt. Das hier ist jetzt Intraday eine sehr, sehr wichtige Marke, und das lässt sich hier eben auch so ableiten, dass die FTSE-Vektorlogik hier auch ein bisschen Spielraum erlauben darf, um wenige Pips. Das Pattern, was hier mit der Anzahl her von 19 Erscheinungen ein Stück weit schwächer ist, sagt hier sogar 0,7582 voraus, also insofern alles im grünen Bereich. Grundsätzlich aber, das kann gesagt werden, wenn wir uns den Chart hier im Stundenverlauf anschauen. Wir sehen jetzt hier aufgrund des Switch vom Tageschart zum Stundenchart hier noch diese saisonale Chance, die sich bieten könnte. Wir machen mal gerade den blauen Pfeil raus. Den Pfad vielmehr, so. Und können jetzt eben strukturieren, dass wir hier einen wichtigen Supportbereich haben, also unter 0,7580, 0,7570 70 sollte es nicht gehen, idealerweise. Es sollte es idealerweise definitiv nicht gehen. Und wir holen uns auch nochmal die Tagespivots dazu, um eben auch hier ein Stück weit abzuleiten, wann es hier auf der Oberseite auch interessant werden dürfte, sollte. Kleiner Augenblick, es lädt kurz ein. So, und da sehen wir im Prinzip jetzt hier eine abwartende Haltung. Spekulativ gesehen kann man natürlich einsteigen. Ich mache mal die Chance weg, da sieht man es klarer. So, spekulativ kann man natürlich hier mit der Andacht, dass die Unterstützung hält, mit einem geringeren Risiko einsteigen. Also wie gesagt, Stopp sollte hier unterhalb von 0,7580 platziert werden. Also auf jeden Fall hier neue Verlaufstiefs wären negativ.
Kommt es aber hier zu einer Stabilisierung, Bestätigung der Unterstützung abermals, also hier so eine Art Dreifachboden, dann kann es spannend werden. Insbesondere wird es spannend, wenn es über 0,76 geht, dann hätten wir den Pivot Point überwunden und dann dürfte sich hier auf der Oberseite rein technisch eben doch Potenzial entfalten, was dann hier Luft lässt bis in den Bereich 0,7660 etwa. Ja, machen wir hier mal relativ steil nach oben das Ganze. Es könnte sich, wie gesagt, dynamisch ergeben. News-technisch haben wir da jetzt nichts auf der Pfanne aus Kanada und der Schweiz heute, was hier entsprechenden Drive gibt, aber hier beeinflussend auf jeden Fall auch natürlich andere Konjunkturdaten, die hier noch zu erwarten sind. Wir sehen es hier 11 Uhr. Verbrauchervertrauen, 9,55 gleich dann Arbeitslosenzahlen aus Deutschland. Draghi hat hier um 9 Euro auch eine Rede schon begonnen und dann haben wir hier noch Inflationsdaten, Verbrauchervertrauen hier aus den USA. Inflationsdaten hier, die Einzelhandelsumsätze vielmehr. Und hier, das ist natürlich jetzt kanadisch Dollar wichtig, das monatliche PIB. Erzeugerpreise, Rohstoffpreise, also insofern doch heute natürlich der kanadische Dollar auch im Flow in Sachen News. Könnte also spannend werden. Die FTSE-Logik verspricht uns hier Potenzial auf der Oberseite heute für den Dienstag, für den letzten Handelstag im Monat. Das wird, wie gesagt, gespannt sein zu beobachten. Machen wir neues Tagestief auch aufgrund der Daten natürlich, die am Nachmittag kommen könnten. Dann wäre hier sicherlich weiteres Rückschlagspotenzial intraday einzukalkulieren. Auf Tagesbasis, wie gesagt, ist das saisonale Muster bis Mitte Februar durchaus aber bullisch zu interpretieren. Gut, meine lieben Zuschauer, dann hätten wir es heute schon gehabt für diese Beschau in Sachen saisonale Muster, saisonale Pattern oder auch Fuzzy-Vektorlogik. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Handelstag. Wenn Sie mögen, hören wir uns auf jeden Fall morgen wieder. Ihr Christian Kämmerer und tschüss.